Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu Minecraft Jump World zusammen mit Wintercracker. Hallo! Hallihallo! Und zwar spielen wir die Map König Maudados Abenteuer. Oh Gott, ich bin König, Wintercracker. Das war mein Thron, warum warst du da drauf? Runter! Runter! Ja, wie in Minecraft Nero, da war ich auch König, Wintercracker. Dann haben alle den Server verlassen. Ich glaube, es ist was Gutes, wenn ich König bin. So. Ja. Von Triple T, Tobi. Dem großen König Maudado ist langweilig. Er möchte einen Ausflug in sein Land machen. Jedoch nicht allein. Mission findet Zombie und Wintercracker. Doch wie kommst du hier heraus? Viel Spaß. Darauf steht der R-Crack, der mich schon gewundert. Ich kenne die Map schon, Wintercracker. Ich habe gerade eben alleine das schon aufgenommen, ohne Mikrofon. Und deswegen habe ich gedacht, wow, Maudado, jetzt hast du gar nicht mehr Live-Reaktion auf das ganze tolle Jump'n'Run. Deswegen haben wir jetzt Wintercrackers Reaktion, die überrascht ist. So, Wintercracker, wie kommt man hier raus? Was denkst du? Guck mal gucken. Da vorne sind doch auf jeden Fall Sprünge. In der Mitte. Was kann das in der Mitte bedeuten? Wie kommt man hier nur weiter? Guck mal, das ist Jung und Young. Das ist Wasser und Feuer. Ach so, aber guck mal, hier kann man drauf. Ja, ich weiß, Wintercracker. Am Anfang habe ich versucht, durch die Lava durchzukommen. Habe ich mich pranken lassen. Aber nicht Wintercracker. Der riskiert sein Leben nicht für so einen lappigen Weiterweg. Ja, ja. Ja, Wintercracker, im Prinzip, ich treffe dich eigentlich erst. Du musst dir einen neuen Namen überlegen bis dahin. Gott, ich bin... Cracker Winter. Alter, das ist aber Inkognito, der Name. Ja, heute nehmen wir mit Cracker Winter auf. Der hat auch Twitter. Einfach @ Cracker Winter. Unterstrich. Unterstrich. Ich hab's den Twitter-Account schon gibt. Ich denke nicht, aber vielleicht nach dem Video, Wintercracker. Gott, musst du mir den schnell erstellen, damit ich einen zweiten Account hab? Weiß ich nicht, Wintercracker. Und ich schaff den Sprung hier nicht. Okay. Warte mal, Dado. Ja, ich hab den ja auch trainiert, muss ich sagen. Ich hab den schon einmal davor gemacht. Mach ich den mal ernst hier. Ja. Okay. Das war noch nicht ernst, Maudado. Okay. Ernst jetzt kommt ernst? Nämlich... Vielleicht, sag ich dir gleich. Oh, Wintercracker, schon geschafft. Wow. Wow. Guck mal, jetzt musst du nur hier hoch. Das schaffst du, oder? Oh, ach, bitte Checkpoint. Nee, Wintercracker, aber hier kann man, glaube ich, nicht sterben, oder? Das sollte kein Problem sein. Hier oben ist aber einer, Wintercracker. Wenn du es schaffst. Ich habe schon ein Herz Schaden bekommen. Ich darf es nur noch 9-mal verkacken. Ja, guck, schon geschafft. Und hier ist der Checker, ne? Oh, Wintercracker, jetzt musst du Live-Reaktion zeigen. Da hatte ich nämlich welche. Alter, wow, die Sockenpuppe davor. Ja, die ist echt cool, gell? Vor allem, weil die Decke, davor habe ich unten gesehen, oh, eine rote Decke. Wow, die Farbe des Adels. Und dann habe ich gesehen, oh, das kommt ja von der Krawatte von der Schnecke. Mindblown! Alter, wow. Und dann hier natürlich noch, willkommen auf Maudados Lieblingsturm. Get down. Ja, endlich get down. Ich hasse es. Oh, es ist schon vorbei. Freude. Gott sei Dank. Wow. Zu leicht? Dann gibt's halt keinen Checkpoint. Ach man. So, guck, da muss ich wieder Get Down machen. Und wieder, und wieder. Und ich hasse das doch. Also dieses Get Down, wo man ausweichen muss, nicht diesen Spielmodus. Also wo man so ewig lang runterfällt und dann irgendwie hier... Wie heißt das? In anderen Spielen, wenn man so springt und gleichzeitig sich dreht? Da gab's doch irgend so eine Bezeichnung in Counter-Strike und TF2. Echt? Ja, aber da gibt's doch die ganzen Surf-Maps. Ach so. Und alles. Aber auch nicht genau. Das sind keine Profis. Es gibt einen Get-Down-Spielmodus in Minecraft oder wie? Ja, das war doch das einfach, wo nicht. Also, das war. Das heißt auch, glaube ich, Get-Down. Aber da fällt man nur so runter. Und wer als erstes unten ist, hat gewonnen. Also so einzelne Blöcke. Das haben wir mal zusammen gespielt, bitte. Stimmt. Ich erinnere mich wieder. Und hier, was ist da deine Reaktion? Warte, ich muss erstmal darüber. Da habe ich mir gedacht, hä? Warum ist der Schneckenschleim? Den braucht man doch gar nicht. Da habe ich mir immer gedacht, Schneckenschleim darf nicht fehlen. Bei der Schnecke. Ach so. Cool, oder? Ja. Meine Gedanken. Wie kann man... Die werden hier alle nochmal durchgegangen. Resumiert. Ja, nochmal kritisch reflektiert. Du hast ein geheimes Portal zu Zombies Haus gefunden. Da habe ich mir erstmal gedacht, hä? Zwischen meinen Stielaugen? Warum verstecke ich das da? Da piekse ich doch irgendwann meine Stielaugen und dann habe ich gesehen, oh, guck mal, hä? Verliert der Zombie seinen Faden von der Hose oder vom Zylinder? Geht das kaputt? Was ist da los? Und dann habe ich gedacht, oh, die Türe ist ja zu, klopf, klopf, Zombie scheint zu schlafen, geh ihn wecken. Dann habe ich aber gesagt, nein, der muss gerade mit seinem Zylinder kämpfen, der kann nicht.
Das macht Zombie, da freue ich mich aber echt. Ja, der hat Angst, dass sein Zylinder kaputt geht. Der Wind macht ihn gerade kaputt. Ach so. So, und Cracker Winter. Bald treffen wir dich jetzt. Oh. Du würdest doch nicht bei Zombie einbrechen. Nein, niemals. Ich will die retten. Die sind bestimmt in Gefahr. Oh, warte, guck mal, kann doch hier unten hin. Oh. Psyche, Zombies Grasplantage. Wow. Okay, die ist eigentlich nicht so geheim, muss ich sagen. Die kennt doch jeder. Ach, Mann. Verdammt. Hast du eine Decke über dem Kopf? Oder wie? So. Ja, ich bin einfach... Oh. Du kannst einfach von der Treppe abspringen, Wintercracker. Genau von der da. Hier? Und dann einfach durchrennen. Oh, warte. Naja, egal. Hab's geschafft. Zombie und Wintercracker zocken. Ich wusste es, weißt du? Guck mal, ich brauch dringend Hilfe. Und bin König. Und ihr zockt da. Wobei brauchst du überhaupt Hilfe, Mordado? Und Wintercracker, warum hast du keinen Unterkörper? Und bestehst nur aus Hebeln. Und warum ist dann einer Hebel am Rücken? Deine Arme halt wenig verdreht beim Spielen. Ja, um den Controller zu halten. Die magisch schwebende Hebel. Der magisch schwebende Hegel. Und Wintercracker ist Hebel, Spielecke. Wow. Bleib hier. Oh, warte, warte. Oh, diesmal kannst du Wintercracker synchronisieren. Alter, endlich. Na los, du musst den Drachen wegschüttern. Ich weiß es doch, ich bin ein Profi in Dark Souls. Oh, hallo Mordado. Ein Ausflug? Gerne. Ach ja, Mann, ich wollte doch weiterspielen. Ja. Ach Mordado, vor einem Tag oder so war der internationale Dark Souls-Tag. Ja, Dark Souls 1-Tag. Ja. Da sind die Leute zurückgeströmt zu Dark Souls 1. Ja, haben Schlinge und ich auch ein wenig gemacht. Na, ich wusste es nicht. Ich habe ihn verpasst. Danach habe ich mich so geärgert. Ich wollte den ganzen Tag eigentlich feiern. Aber ging ja dann nicht mehr. Vom Rechner hocken mit so einer Fahne von dem Spiel. Ja, vor allem, ich habe ja einen neuen Controller extra dafür gehabt mit der Cracker. Oh. Hätte ich ja gehabt. Ach, es war aber echt wieder richtig ungewohnt, den ersten Teil zu spielen, wenn man den dritten so viel gespielt hat davor. Och, Mann. Och, Mann. Ja. Ach nee. Ach, Mordado, mir wird schon wieder übel hier. Ja, aber das ist normal. Unter Zombies Arm. Gott, ach nee, ich bin abgerutscht. Guck auch, der ganze Soul Sand. Zack. Und dann, ach, hier kam der Horror inside. In Zombies Kopf. In Zombies Kopf sind einfach nur Deckensprünge. Zombie könnte ruhig mal wieder unter seinen Armen aufräumen. Ja. Ach nee. Aber das darf man ihm nicht direkt sagen, sonst rastet er wieder aus. Naja. Oh, okay. Ach, ich hasse Zombies Kopf. Also, hier, in der Map. Im Real Life darf er ihn gerne behalten. Okay. Ach Mann, da bin ich nicht mehr gerade runtergefallen bei mir. Ja, hab ihn geschafft. Warum können wir bitte aufhören, schlecht zu werden? Hilfe. Nein, ich... Ach, geht doch. Bitte aufhören. Bitte. Okay, hier warte ich mal. Okay, danke. Hätte ich auch beim ersten Mal spielen die meisten Probleme. Oh, ich hab's. So, Wintercracker. Und jetzt kommt... Da steht ein W. W ja, ich hab erst gedacht... Nach vorne. Beim ersten Mal habe ich gedacht, hier... Ist es ein Smiley, weil ich schnell vorbeigesprungen bin. Aber beim zweiten Mal war es mir dann klar. So, Wintercracker, jetzt muss ich hier den Trick rausfinden. Den Trick? Ja, runterfallen. Den Trick. Warte mal dadurch, ich will den... Hä? Heck? Hä? Frank? Frank? Ach, ich habe mir die gerade eben gezeigt eigentlich. Ich habe nicht genau hingeguckt. Du musst einfach an die Kante. Und dann kannst du springen. Er kann nicht. Ich schwimme hier immer ganz, noch. Ganz an die Kante. Bin ich und nach vorne gucken. Du musst nach vorne gucken. Ach so. Oh. Also es geht. Also einmal hat es bei mir auch nicht funktioniert, aber die anderen Male. Nein. Oh. Hä? Ich bin von dem anderen Ding weitergesprungen einfach. Nein. Ja, da musst du sneaken. Warte. So, sneaken an die Kante. Nach vorne gucken. Oh, jetzt kann ich springen. Ja. Und einfach beim nächsten auch. Zack. Und dann durch das Portal. So, und jetzt kommt nämlich der Mindblow-Part. Ja, warte mal. Ich sehe überhaupt nichts. Hä, warum? Oh. Hier, Wintercracker, komm mit. Hier drauf. Und dann können wir hier ein bisschen langlaufen. Warte mal, ich muss erstmal den Checkpoint holen. So.
Und dann gehen wir erstmal unten lang. Okay. Guck mal, hier vorne ist nämlich O-Saft. Oh, O-Saft hat keine Beine mehr. Und oh Gott. Spuckt Orangensaft. Guck mal, das ist wie bei Menschen, als würden sie mit Blut spucken. O-Saft stirbt, O-Saft. Wintercracker. Gott. Hat der Orangenflügel? Ja, ich glaube, der ist schon halb im Himmel. Wir müssen ihm helfen. Oh. Vor allem, ich habe vorhin noch mit Osaf geredet. Gott, da war er ja noch nicht. Ja, der war noch nicht am Sterben. Was macht er nur immer? Weiß ich auch nicht. Oh oh. Das ist gar nicht Osaf. So. Verflucht! Der große Orangen-Chill-Drache. Er klaut Zombies Zylinder und Wintercrackers Hebel und lacht euch aus. Ihr müsst ihn zu seinem Haus in die Wüste folgen. Wir kommen, Orangen-Chill-Drache. Oh Gott. Und hier würde ich die Druckplatten benutzen, um den Jump-Boost loszuwerden, sonst wirst du nicht mehr glücklich mit der Höhe. Okay. Und dann einfach auf seinen Kopf. Warte. Wenn wir auf seinem Kopf sind, dann haben wir es eigentlich schon geschafft. Okay. Ah, so. Er spuckt nämlich Feuer, das ist gar kein O-Saft. Hä? Ja, nein. Richtig merkwürdig. Und er chillt auch gar nicht. Guck mal, wie wütend er ist. Verstehst? Ach nee. Ach, Wintercracker. Das war traurig. Du schaffst das, du schaffst das. Go, go, Crack. Crack den O-Saft weg. Crack den O-Saft weg. Oh, ich hab's gleich. GG, und jetzt auf den roten Fleck. Guck mal. Hier wohnt O-Saft. Hier drin? Höhle. Ja, der O-Saft-Drache wohnt hier. Habe ich mich auch gewundert. Ich habe gedacht, er würde vornehmer wohnen. Ist die Höhle nicht ein wenig klein für den Drachen? Ja, vielleicht kann er sich zusammenrollen oder so. Könnte sein, ich oder? Ich weiß ja nicht. Zack. Erster. Warte. Ich hab's auch gleich. Okay, doch nicht. Er muss sich da wieder den komischen an die Kante springen, ja, genau. Trick machen. Ach nee. Wie im Wasser, nur mit Lava. Und ich würde dir empfehlen, nicht die Druckplatte danach zu nehmen. Ja. Okay. Die nimmt nämlich Feuerresistenz-Effekt weg und dann brennst du die ganze Zeit. Hui! Ja. Die Map hat mir sehr gut gefallen, habe ich schon bewertet. Vielen Dank dafür. Mir auch gefallen. Triple T Tobi. Nächste Map. Und zwar Kletterwald für Zombie und Maudado, aber Zombie ist irgendwie nicht da. Deswegen mit Wintercracker. Von Freddychen. Kennst du die Map hier auch schon, oder ist die blind? Nee, die kenne ich nicht. Also doch, ich kenne sie, ich war drin und dann habe ich am Anfang gemerkt, oh, der Ton ist gar nicht mehr da. Kein Jump'n'Run muss gemacht werden und ihr könnt euch aussuchen, welches ihr wollt. Warst du schon mal im Kletterpark, Wintercracker? Willkommen im Kletterpark, viel Spaß. Warst du? Ich war schon ein paar Mal im Kletterpark. Ja, ich auch. Bei uns in der Gegend gibt es sogar richtig viele. 1 gleich einfach, 2-4 normal, 5 gleich schwer. Viel Spaß. Einmal mit der Schule da und einmal war ich in den Niederlanden im Urlaub. Da waren wir auch in einem Kletterpark. Wollen wir der Reihe nach? Erst 1? Ja. Ja, Kletterparks machen immer Fun, muss ich sagen. Also zumindest früher, keine Ahnung. Vielleicht würde ich mittlerweile nirgends mehr hinklettern können. Aber als Kind war es lustig. Ja. Da hat man sich mal gefreut. Oh, oder wollen wir jetzt schwer machen? Wollen wir das Schlimmste hinter uns bringen, Wintercracker? Wer wirkt schon ganz schön schwer, ne? Ja, vor allem die Leitern schon am Anfang. Die wollen einem direkt am Anfang pranken. Geht die überhaupt? Ja, das geht. Ich hab's auch geschafft. So, first try. Die habe ich nämlich mal geübt, diese Hin- und Her-Slide-Sprünge, beziehungsweise ziemlich ungewollt eigentlich geübt. Weil ich es ganze Zeit nicht geschafft habe, aber geübt. Oh, genau. Weißt du, wir würden sowas in den Kletterpark einbauen. Da sterben doch alle. Vierfachsprünge. Naja, wenn die eine Sicherung haben oder so, dann hängen die da nur rum. Ja, dann gibt's aber einen Stau, Wintercracker. Oh, guck mal, hier kann man sich sogar die Richtung aussuchen. Warte, ich warte mal kurz. Obwohl, ich gehe rechts rum. Nee. Oh. Ach, hab ich nicht geschafft. Gehst du auch rechts? Okay. Ja. Ja, warte, wo war der andere Weg überhaupt? Ja, da. Oh, der ist viel kürzer. Guck mal, wir haben den viel längeren Weg genommen. Ach man, toll. Hey, hier ist man doch, um Spaß zu haben mit der Cracker. Das ist doch alles freiwillig. Nein, das ist doch ein Rennen. Okay. Erster. Genau. Twihard. Du hast gesagt, das ist ein Rennen.
Ja, aber kein Tryhard-Rennen oder ein Fun-Rennen, einfach nur. Ich hab doch gesagt, das ist doch zum Spaß. Aber und du hast Nein gesagt. Trotzdem rennen, oder? Ach, geht beides zusammen nicht. Die Sprünge hast du, oder? Ja, wir sind furchtbar, oder? Soll ich uns schon mal das nächste raussuchen? Da, nee, du hast es ja. Wow, Wintercracker. Guck mal, hier ist die 4. Aber warte, mach mir 4 als letztes. Okay. Hier ist 2, direkt. Guck mal, was für Lauchklettergerüst wow. nach dem gerade eben. Locker easy. Oh. Oh, nee. Alter, so einfach. Ah, endlich. Jetzt einfach mal hier rum. So. Ich bin fertig, aber nicht Erster, denn alle sind Erster. So. Perfekt. Perfekt. Da ist die 3. Oder? Wow. Ja, 3. Bleibt ja nur noch übrig, wenn wir schon wissen, wo die 4 ist. Komm schon. Ja, Leiter um die Ecke springe, wie im Real Life. Ach so, hier. Ja. Ach man, das ist eine Kacke, wenn man sowas im Real Life machen müsste. Einfach so Leitern. Die um die Ecke springen. Um die Ecke Hä? Ist das nicht normal? Ja, so gehe ich auch immer zur Uni. Muss ich immer am Bahnhof, damit man überhaupt mitfahren darf, muss man so Sprünge schaffen. Hä? Das schaffe ich nicht. Bin ich zu schlecht? Ah, nee, hab's. Maudalo, knapp. Ach, aber ich muss sagen, die Idee finde ich richtig cool. So mit dem Park hier und den Bäumen. Ja. Oder an die... Okay. Da stand zwar, stand da nicht springen oder nicht sprinten? Ich hab's nicht richtig gelesen. Da stand nicht springen. Nee, warte. Nicht sprinten stand da, genau. Aber ich bin gesprungen und gesprintet. Ach so, nee, ich bin einfach ohne Sprinten gesprungen und dann ist man auch direkt rangekommen. Okay, dann müssen wir jetzt noch... Oh, wir können zwischendrin auf den Spielplatz. Guck mal, oh. In die Checkhalle. Zack. Abledigt. Alter. Und dann die 4. Die war hier, oder? Ja. Mix. Guck mal, das ist ein Remix. Oh. Alter. Nein. Wow, den Remix meister ich aber gerade, Wintercracker. Ach man, würde ich auch gern. Im Leben, oh ne. Oh, ich habe gedacht, ich würde runterfallen. Zack. Vierer Sprung. Oh Gott. Oh, habe ihn das erste Mal geschafft. Ui. Nein. Okay. Ach. Warum habe ich... Ach man. Puh. Endlich. Der eine Sprung hier war doch schon recht nervig. Welcher denn? Mit dem Zaun? Der, bei dem ich eher, genau, der mit dem Zaun. Ach, verdammt. Weil er so viele Sprünge davor kam. Du hast es fast. Noch ein Vierersprung, oder ist es ein Vierersprung? Ja. Ich glaube schon. Zufällig beim ersten Mal geschafft, deswegen war ich richtig überrascht. Habe ich gedacht, hä? Das könnte doch kein Vierersprung sein. Ja, hab's. Ja gut, und hier hinten ist anscheinend das Ende. Ui. Nein, ach man, ich hab verloren. Und die Map fand ich, Kreativität auf jeden Fall sehr gut. Ja. Ach komm, kriegt's alles über, super. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für die Maps, vielen Dank an Wintercracker. Schaut auf seinen Kanal vorbei, der macht Dark Souls. Ja. Ab und zu. Ab und an. Tschüss. Tschüss.